Die Medienwebsite GVV hat scheinbar ein paar Informationen zu einem geplanten Die Sims sowie SimCity Kinofilm erhalten. Mehr dazu in diesem Video. Nur nochmal als schnelle Info, in meinem April-Scherz in diesem Jahr habe ich ebenfalls einen vermeintlichen Die Sims Kinofilm angekündigt. Die Informationen aus dem Video waren aber komplett erfunden und nicht ernst gemeint. Der jetzige Artikel von GVV allerdings scheint auf jeden Fall echt zu sein, hat aber rein gar nichts mit den Informationen aus meinem Video vom 1. April zu tun. Laut dem Artikel soll sich Legendary Pictures die Rechte an einem Die Sims und SimCity Kinofilm gesichert haben, welche auch schon für die Filme Pokémon, Detective Pikachu und Warcraft The Beginning zuständig waren. Auch wenn es hier nur wenige Informationen gibt, scheint das Sims-Projekt noch in einer sehr frühen Phase zu stecken. Ein paar Informationen zu angedachten Charakteren gibt es allerdings schon. Im Film soll es einen Hauptcharakter namens Katie geben, sowie Cliff, Katies bester Freund und ein kleiner Nerd. Im Artikel werden ebenfalls weitere Charaktere genannt, eine richtige Story scheint es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht zu geben. Ob und wann wirklich ein Die Sims Kinofilm erscheinen wird, ist derzeit noch unklar, hoffentlich erhalten wir irgendwann nochmal mehr Infos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung und ein Abo da. Würdet ihr euch den Sims Kinofilm anschauen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.